Hallo zusammen, ich begrüße Sie zu dem Webinar BIM Ready ohne BIM-Modell. Mein Name ist Bernd Benkel und ich arbeite seit 2 Jahren als Account Manager Architekt bei PlanOne. Zuvor war ich knapp 5 Jahre als Architekt in den Leistungsphasen 1 bis 8 tätig. Dabei habe ich meine Affinität zur BIM-Thematik und zur Digitalisierung im Bauwesen entdeckt und will diese weiter mit PlanOne vorantreiben. In den folgenden ca. 20 Minuten werde ich Ihnen PlanOne kurz vorstellen. Danach klären wir das Thema BIM Ready ohne BIM-Modell. Wie geht das überhaupt? Im Anschluss daran zeige ich Ihnen direkt in Revit Anwendungsbeispiele in der Praxis und zu guter Letzt werde ich ein Fazit ziehen. Falls Sie während des Webinars Fragen haben, würde ich Sie bitten, diese in die Q&A-Funktion in Teams zu stellen. Beginnen wir mit der Frage, was ist PlanOne? Wir sind eine neutrale und kostenlose Such- und Vergleichsplattform im Internet für Architekten und Planer, mit der Sie in nur wenigen Mausklicks das passende Bauprodukt anhand von Produkteigenschaften wie zum Beispiel Feuerwiderstandsklassen, Farben, Form, Material, Rutschfestigkeiten und vielen weiteren Filtern finden können. Ganz ähnlich wie wenn Sie bei Check24 eine Versicherung suchen und vergleichen wollen, nur anhand von Bauprodukten. Wenn Sie bei uns ein Produkt gefunden haben, werden Ihnen alle planungsrelevanten Bauteilinformationen wie Datenblätter, Zertifikate, Ausschreibungstexte sowie CAD- und BIM-Dateien ganz übersichtlich auf einer Produktdetailseite zur Verfügung gestellt. Jeder Architekt kennt das Problem, dass man für die zuvor genannte Informationsbeschaffung in der Regel unzählige, meist veraltete Kataloge wälzen muss, viele Hersteller-Internetseiten abarbeitet oder zeitraubende Außendienstler kontaktieren muss, um die gewünschte Information zu erhalten. Wer da keine Lust mehr drauf hat, sollte sich auf www.plan.one kostenlos registrieren und unsere Vorteile in der Produktsuche und Informationsbeschaffung nutzen. Wie der Titel des Webinars schon aussagt, wollen wir uns heute der BIM-Thematik widmen. Wir alle wissen, dass wir jetzt oder spätestens in naher Zukunft nicht mehr um das Thema BIM-Planung herumkommen werden und folgende Herausforderungen im Berufsalltag auftreten. Wo bekomme ich meine BIM-Modelle her? Bestenfalls sollen diese noch kostenlos und von guter Qualität sein. Was mache ich, wenn es noch keine BIM-Datei von einem Bauprodukt gibt, welches ich benötige? Wie kann ich BIM-Modelle zielgerecht suchen und ohne großen Aufwand in mein Zeichenprogramm integrieren? Wie erstelle ich mir einfach und schnell ein BIM-Objekt in dem für mein Projekt erforderlichen Detaillierungsgrad? Genau auf diese Fragen haben wir die Antwort mit unserem PlanOne-Plugin. Das Plugin integriert sich perfekt in die gewohnte Planungsumgebung von Revit oder Archicad. Sie können direkt aus dem Zeichenprogramm heraus alle Funktionen der PlanOne-Website nutzen, sowie vorhandene BIM-Modelle schnell und einfach direkt in Ihr Projekt hineinladen. Falls mal kein herstellerseitiges BIM-Modell vorhanden ist, ist das überhaupt kein Problem. Generieren Sie sich ganz einfach mit wenigen Klicks eigenständig Ihr BIM-Modell, ganz nach Ihren Bedürfnissen mit den Eigenschaftswerten des Bauprodukts von PlanOne. Und das Beste daran ist, dass wir uns der eigenen bekannten Tools der Zeichenprogramme bedienen und somit kein Umdenken oder Umstellen in Ihrem gewohnten Workflow entsteht. Jetzt gehen wir in die Revit Live-Umgebung und ich zeige Ihnen auf 3 unterschiedlichen Wegen, wie Sie ohne ein vorhandenes BIM-Modell eigenständig ein eigenes Modell erzeugen können. Nachdem Sie sich das PlanOne-Plugin von unserer Webseite heruntergeladen und installiert haben, klicken Sie oben in die Leiste auf den Reiter PlanOne BIM Plugin. Und da dann auf PlanOne. Nun öffnet sich ein neues Fenster in Ihrem Zeichenprogramm, in dem Sie sich anmelden müssen. Dies können Sie über einen Social Media Account wie Facebook, Google, Twitter oder LinkedIn machen oder mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort. Sie können über die PlanOne Produktsuche oder mit dem Erzeugen eines Systems starten. Wir beginnen mit der Produktsuche. Hier gibt es 3 verschiedene Wege, eine Produktkategorie auszuwählen. Entweder benutzen Sie die Freitextsuche, den Kategoriebaum oder die Kategoriekacheln. Nun sind wir in der Kategoriefenster. Hier können Sie mittels der Eigenschaftenfilter ganz nach den Projektanforderungen Ihr Produkt finden. Wir suchen beispielsweise mal ein Fenster mit dem Profilmaterial Edelstahl und eine Einbruchhemmung der Klasse RC2 und RC3. Es werden uns Treffer auf Grundlage der zuvor eingestellten Filter generiert. Um die Auswahl übersichtlicher zu gestalten, kann die Filterleiste bei Bedarf ausgeblendet werden. Mit einem Klick auf Produkt gelangen Sie auf die Produktdetailseite. Hier sehen Sie auf einen Blick die verfügbaren Planungsdaten aus dem ausgewählten Produkt.
In diesem Fall gibt es herstellerseitig nur eine Broschüre. Darunter befinden sich alle Produkteigenschaften zu dem Fenster von Janisol. Diese sind zum besseren Überblick vorsortiert in technische und gestalterische Eigenschaften, Abmessungen oder baulichen Brandschutz. Mit einem Klick auf Produkt importieren gelangen Sie in das Auswahlmenü, wo Sie zwischen vier verschiedenen Importmöglichkeiten auswählen können. Ich werde Ihnen jede einzelne im weiteren Verlauf vorstellen. Beginnen wir mit dem Erstellen einer neuen Familie. Mit Setzen des Hakens bei Herstellerspezifisch kann eingestellt werden, ob der Hersteller und Produktname im Projekt hinterlegt werden soll, was bei öffentlichen Ausschreibungen von Vorteil ist. Wählen Sie aus den Revit-Familienvorgaben ein Template aus. Dies passiert vollautomatisch im richtigen Installationsordner und Sie haben alle voreingestellten Abhängigkeiten eines Fensters, wie zum Beispiel, dass ein Fenster ein Subtraktionskörper in einer Wand ist. Dies erleichtert Ihnen hinterher das Konstruieren deutlich. Zunächst zeichnen wir eine Wand, wo wir das importierte Fenster von Jansen einfügen wollen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, das neu hinzugefügte Fenster, was es vorher noch nicht gab, auszuwählen und zu platzieren. Wir sehen, dass in der Wand die Subtraktion automatisch ausgeführt wird und ein Loch entsteht. In der 3D-Ansicht wird der Fensterausschnitt in der Wand noch deutlicher sichtbar. Sie haben die Möglichkeit, die Geometrie in Ihrem gewünschten Detaillierungsgrad zu editieren oder frei hineinzukopieren. Damit haben Sie eine neue Familie generiert, die Ihrerseits wiederum alle Eigenschaften, die das Produkt vom Plan One mit sich führt, in die Bibliothek Ihres aktuellen Projektes speichert. Dadurch lassen sich BIM-Objekte von Bauprodukten erzeugen, die es herstellerseitig nicht gibt. Als nächstes zeige ich Ihnen, wie Sie ein schon vorhandenes BIM-Modell ohne lästiges Zwischenspeichern mit nur wenigen Klicks direkt in Ihrem Zeichenprogramm integrieren. Dazu suchen wir nach einer Waschbeckenarmatur. Ihnen werden hier Kategorien, Produkte und Hersteller vorgeschlagen. Hier suchen wir jetzt gezielt nach Produkten mit BIM-Inhalten. Dazu klicken wir auf weitere Filter und löschen dort die vorausgewählten. Anschließend gehen wir über den Reiter zusätzlichen Inhalt und wählen dort BIM-Modelle aus und aktualisieren die Filter. Gesucht wird jetzt nur noch nach Produkten, die BIM-Modelle mit sich führen. Dies bestätige ich nochmals mit einem Klick auf Suchen. Die Filterleiste blende ich zur Übersichtlichkeit wieder aus. An dem Filtersymbol sehen wir, dass die angezeigten Produkte meiner Suche entsprechen. Beispielsweise wähle ich die Armatur WA500 von Ernst Wagner aus. Wir sehen, dass ein BIM-Modell vorhanden ist und klicken auf Produkt importieren. Hier wählen wir Familie Laden aus. Zunächst müssen wir auswählen, welche Datei importiert werden soll und diese dann downloaden. Unter dem Reiter Architektur, Bauteil ist die Armatur nun in Revit zu finden und kann an einer Wand platziert werden. Dies können wir uns auch nochmal ganz schön im Grundriss anschauen. Unter Typ Bearbeiten finden Sie auch hier wieder alle Produkteigenschaften, wie zum Beispiel Anschlussdruck oder Ausladung der Armatur W500 in der Revit Family hinterlegt. Ein weiterer spannender Übertragungsweg, Bauteilinformationen ohne BIM-Modell in Ihr Projekt zu platzieren, ist die Integration in Revit über den Materiallayer. Dazu suchen wir ein beliebiges Bauprodukt aus und klicken Importieren. Hier wählen wir diesmal Materialladen aus und downloaden das Material. Unter Verwalten, Material suchen wir zunächst nach dem importierten Klinker D36 von Petersen. Unter Identität ist der Hersteller sowie das Modell ersichtlich. Unter benutzerdefinierte Parameter dann die dazugehörigen Produkteigenschaften. Dadurch können generische Objekte des Planungstools mit den Eigenschaftswerten von Plan One über den Materiallayer gelabelt werden, sodass ein neues BIM-Objekt entsteht. Zu guter Letzt stelle ich Ihnen noch die Integration der Bauteilinformationen über das Schichtsystem vor. Dies ist unsere neueste Entwicklung und einzigartig in der BIM-Planung. Hierbei können Sie frei und selbstständig aus Produkten verschiedener Hersteller ein System, wie zum Beispiel einen Dach- oder Wandaufbau, erzeugen, indem Sie die Anzahl der Schichten und deren Stärken selbst bestimmen. Hier am Beispiel einer von mir zuvor erstellten Außenwand, wo wir nachträglich die Dämmung hinzufügen.
Dazu geben wir der neuen Schicht einen Namen und suchen das passende Produkt aus der Plan-One-Kategorie Dämmung aus. Mit Produkt importieren fügen wir das ausgewählte Produkt unserer neuen Schicht hinzu. Nun geben wir noch die Schichtstärke in Millimeter ein und wählen die Funktion thermisch aus. Mit Klicken des Plus-Symbols wird die neu angelegte Schicht dem System hinzugefügt. Sie können frei bestimmen, welche Seite innen oder außen liegt und selbstverständlich die Reihenfolge der Produkte beliebig im System anordnen. Jetzt importieren wir die Außenwand in Revit. Unter dem Reiter Architektur, Wand, ist die neu angelegte Außenwand Webinar auswählbar. Diese kann fortan wie eine normale Wand in Revit benutzt werden. Durch den Schichtaufbau können auch Produkte aus der Bauchemie oder eben diese, die keine direkte Sichtbarkeit gegenwärtig haben, wie Tapeten oder Wandfarben, in einem BIM-Modell überführt werden. Alle Informationen hängen in den passenden Schichten mit den nötigen Bauteilinformationen. Diese sind, wie auch schon zuvor, bei dem Einfügen über Material laden und der Verwalten Material ersichtlich. Hier nochmal alle Vorteile für den Architekten auf einen Blick. Das Plugin integriert sich nahtlos in Ihre Planungssoftware. Dadurch ist kein lästiger Programmwechsel mehr nötig und Sie können alles direkt aus Ihrem Zeichenprogramm heraus erledigen. BIM-Modelle, die es herstellerseitig nicht gibt, kinderleicht mit den Eigenschaftswerten von Plan One selber erzeugen. Bedarfsgerechte Integration von Produktdaten. Sie können den Detaillierungsgrad der Geometrie sowie die Produktinformationen in den Planungsphasen selbst festlegen. Zeitersparnis bei der Planung, da das Zwischenspeichern von BIM-Objekten während des Imports entfällt. Das Plugin und die Nutzung von Plan One ist für den Architekten kostenlos. Unser Ziel ist es, Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern und komfortabler zu gestalten. Um dies bestmöglich umsetzen zu können, benötigen wir Feedback von unseren Nutzern. Daher wäre es super, wenn Sie uns Anregungen, Wünsche oder Probleme aus Ihrem Berufsalltag mitteilen würden. In der Zwischenzeit sind einige Fragen eingegangen, auf die ich jetzt noch näher eingehen werde. Eine davon ist, für welche Revit-Version ist das Plugin verfügbar? Zurzeit unterstützen wir die Revit-Version 2020 mit unserem Beta-Plugin. In Zukunft ist dann geplant, wahrscheinlich Ende des Jahres, die Version 2019 und 2021 zu unterstützen. Eine weitere Frage war, kann ich das Plugin auch in anderen Zeichenprogrammen nutzen? Neben Revit können Sie dies auch noch in Archicad 23 zurzeit nutzen. Auch wieder eine Beta-Version ist dafür verfügbar. Und noch eine Frage war von einem User, kann ich das Webinar auch im Nachgang nochmal als Video anschauen? Ja, in dem Einladungslink, den Sie bekommen haben zu dem Webinar, können Sie nach Abschluss des Webinars draufklicken und Sie gelangen zur Aufzeichnung. Wenn Sie noch weitere Fragen haben zu dem Thema oder zu Plan One, würde ich Sie bitten, mir diese unter die eingeblendete E-Mail-Adresse bernd.benkel@planone zu stellen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn wir uns zu einem weiteren Webinar wiedersehen würden und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und beende dieses Webinar jetzt.